So, willkommen. Nehmen wir auf? Ja. Ja, ich denke schon, ne? Ja, genau. Dann, willkommen zu einem weiteren Let's Play oder Let's Show, Let's Play Together, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir wissen selbst noch nicht genau, wie wir das jetzt machen, ob das jetzt hier nur eine Ausnahme sein wird. Was ihr hier seht, ist Lego Star Wars 2. Ein grünen Kopf, ein blauen Kopf. Ein blauen Kopf. Ohne Hackfresse. Ja. Wie ihr hört, bin ich diesmal nicht allein. Es ist noch jemand bei mir. Ich habe mir noch eine Begleitung besorgt. Sag mal, wer du bist. Ja, ich bin Rubaya und ich werde jetzt heute oder vielleicht für die nächsten Male auch mit Cord dann dieses Spiel spielen. Wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir werden sehen. Wenn wir diese Aufnahme da nicht verkacken wie die letzten drei Stück, dann wird es dann auch vielleicht auch mal funktionieren. Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal ins erste. Ja, in die erste. Das hier ist oh Gott. Lauf. Ja, nehmen wir Story. Was war das gerade eben? Ich habe nur jemanden angeschossen. Ist einfach schön, wenn einer zurückschießt. Ja, ganz toll. Super. Ja, also Lego Star Wars 2, das ist so aufgebaut, dass man die alten Episoden nachspielt und wie ihr gesehen habt, die Episoden sind in Kapitel unterteilt. Und wir spielen jetzt also hier, wie auch da ja oben steht, Kapitel 1, geheime Pläne. Kapitel? K geteilt durch Pi. Genau. So. Wundert euch nicht, es gibt keine Sprachausgabe in den Zwischensequenzen. Und die Grafik ist auch nicht die beste. Ja, die Grafik an sich ist gar nicht so schlecht, nur die Zwischensequenzen sind halt nicht von den Grafikeinstellungen im Spiel abhängig. Mhm. Nein, die Roten sind jetzt nicht die Bösen oder so. Die beiden sind ja auf jeden Fall gut. Die auch. Weil die schießen nachher nicht auf was. R2. C3PO. Ey, der guckt immer doof, ja. Ich glaube, der kann es nicht anders. Glaube ich auch. Oh. Action. Ja, also ich muss wirklich sagen, dass ich schon immer ein Fan des Imperiums war. Dass die Rebellen mit dem Chewbacca da, mit dem haarigen Typ, viel zu dashi sind. So, also, wir können hier die ganzen springenden Steine, können wir zusammenbauen. Und da schalten wir neue Funktionen, beziehungsweise neue Aktionsmöglichkeiten an den Levels frei. Du bekommst Steine, die man dann im Shop gegen neue Figuren eintauschen kann. Was hast du da kaputt gemacht? Was? Was war denn da? Da war noch so ein Ding. Okay. So, kommen wir mal her. Machen wir diesen auch kaputt. Fast hätte es nicht geklappt. Aber nur fast. Jetzt müssen wir gleich zugehen hier. Da kann man nur mit einem bösen Charakter dran. Weil es ist so bei Lego Star Wars, dass man in jedes Level mit jedem Charakter rein kann. Und ich habe Hut bekommen. Oh, cool. Yeah. Also gut. Dann nur ein Bunch. Ich will keinen Hut. Ja, jetzt lass doch mal die Hüte hier. Wir haben nur 10 Minuten Aufnahmezeit, verdammt. Oh Gott, sieht das scheiße aus.
Oh, ich habe mich, glaube ich, eben gerade angeschossen. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe das angeschossen. Ach, darfst du ein Herz nehmen. So. Hey. Oh, er hat mir die Mütze abgeschlagen, wie vorteilhaft. Ja, und es ist halt so, dass man mit verschiedenen Charakteren, also mit verschiedenen Charakteren in verschiedene Bereiche bzw. verschiedene Geheimnisse des Levels erkunden kann. Ja, und das erhöht halt den Wiederspielwert enorm, weil man ja mit jedem der, was weiß ich, es gibt über 100 Charaktere oder so, jedes Level spielen kann. Das ist natürlich dann auch dementsprechend, wenn ich hier nicht runterfalle. Vorteilhaft. Genau. Ja, super. Du hast es einfach drauf. Das erste Mal in den 3 Aufnahmen. Na komm schon. Ja, und ich werde die Aufnahmen. Komm schon. Na komm. Weißt du, ich werde jetzt die Aufnahmen mit den Socken. Ey, ich habe nur 3 Stück. Ja, ich werde die Aufnahme, das ist jetzt auch die, die dann später hochgeladen wird. Hoffentlich. Ja, das stimmt, sonst macht es ja keinen Spaß. So, drücken. Was machst du? Oh, nee. Ja. Ja, das stimmt hier. So, jetzt andere Seite drücken. Na, auf. Na. So. Juhu, ich habe ihn einmal getroffen. Hey. Sorry. Hey. Warum nimmst du mir immer die Sachen weg? Ich brauche 2 Herzchen. Ich habe nur noch 2. Da hast du eins. Warte. Ich glaube, da oben ist auch noch Herzchen. Ja, toll. Und lauf. Ja, komm mit. Ja, sag doch. Ja, sag ich dir die ganze Zeit. Du hast mich mal wieder angeschossen. Ich habe mich irgendwie selbst angeschossen. Mal wieder. Ups, das war ich jetzt. Sorry. Da sind Herzen. Wenn die ganze Zeit. Zurück. So, und in diese Tür kommen dazu natürlich jetzt nur noch ein Stormtrooper rein. Und da wir noch keinen freigeschaltet haben, müssen wir später noch rein. Wow, hi, Jesus. Da kommt auch Herzchen. Warte, hier hin, da lag eins. Das oder da. Eins. So. Hallo. Blümchen. Andere Seite. Hey! Lass mich doch erstmal hier. Nein, das geht wieder weg nach einer Zeit. Achtung, und? Ups, was ist da passiert? So. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie Wände zertrümmert werden. Ja, aber wir springen wenigstens ein bisschen rum, um da. Um ein bisschen Bewegung reinzubringen. So. Machst du wieder die Seite? Ja. Und wie wir das machen mit dem Hochladen, ob das hier jetzt eine einmalige Sache wird oder ob wir das öfters machen, das weiß ich noch nicht. Ja. Ja, also wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke, wir nehmen auf jeden Fall mal ein Level in einem Part auf, was ja, also in einem Stück, was sehr wahrscheinlich in 2 Parts dann enden wird bei YouTube. Ja, also durch das, ihr euch wundert, dass auf einmal ein Schritt ist und ein neuer Part fängt an. Wir lassen die Verabschiedung und sowas dann, denke ich, raus. Friss! Mann. Warum kein Datenzöpfchen? Tja, sondern so eine CD im Schinkenformat. Das ist echt Schinkenformat. So. Wie war das jetzt nochmal? Ja, du kannst mit Dreieck. Da kann nur ich rein. Ja, du kannst nur aufmachen.
Warum? Aber den habe ich jetzt hier am Schlawittchen. Zack. So, soll ich den noch reinfallen lassen? Oder soll ich den zu uns holen? Ja, aber ich kann nicht tot machen. Nee, den kann ich nicht zu uns holen. Der muss ja hier später so, ja. Und das Ding runterlassen. Ja, dann kannst du ihn ja wieder zurückschicken. Ja, aber das dauert ja noch länger. Warum fährt das Ding eigentlich hier hoch? Ich bin... Keine Ahnung. Ich bin sowieso dafür. Wechsel du mal zur C3PO und geh nach vorne, dass ich dich rübersetzen kann. Renn, du Ding. Fang mich doch, bleib stehen. Fang mich doch. Fang mich doch. Ja, ich krieg dich auch, wenn du läufst. Du bist so lahm. Ja. So. So, Tür auf. Halt, stopp, noch nicht rein. Bist du jetzt nicht dabei? Natürlich bin ich dabei. Da waren noch drei von diesen Containern. Wenn du so spät sagst. Ja, wenn ich es. Warum bin ich eigentlich jetzt genug. Der Typ? Ich will schießen. Oh, mit der Hand gehen ist doch eigentlich ganz gut kaputt, oder? Ja, aber da bist du auch dementsprechend nah dran. Hab ich ihn gerade ausgezogen oder so? Ja, so ähnlich. Komm mal ein Bit nach hinten. Genau, dann müssen wir einsammeln. Da war eben gerade irgendwas von 1 von 3. Eins von 5 war das, aber ich weiß auch nicht, was das ist. Ja. Hey! Bitten! Hä? Warum bin ich jetzt. Ich will nicht R2. Dann wechsel. Ah, es ist zum Gewusel, der bin ich gut. Ey! Dankeschön, du hast mich kaputt geschlagen. Ja. Das ist jetzt auch für mich neu. Ja, Stormtrooper sind wir nicht. Das sind mir zu viele Leute hier. Schneller geht's leider nicht so. R2 kann da rein. Also aufmachen. Dem fehlt ein Arm. Und ein Bein. Und ein Bein. Das sind ja dann, ich würde mal mit R2 auch da reingehen. Ja, warte, zurück. Wir müssen den mit. Oder du kannst auch in die rein, oder? Nein. So, jetzt ist hier bestimmt. Nee, ist nicht. Warum bin ich jetzt hier der Krüppel? Nee, da bin ich. Nee, ja. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wie kommen wir eigentlich hier hin? Du bist jetzt alleine. Weil ich laufe und da ist nichts. Und drück mal auf Start oder Select. Hä? Gar nichts. Nee, du musst auf F1 drücken. Was? Warum bin ich gestorben? Ich war doch eben gerade noch da. Du bist nicht gestorben, du hast dich irgendwie abgemeldet oder so. Ja, dann geh auch hier hin. Da ist doch dein Bild. Der bin ich nicht. Der bin ich jetzt. Das geht irgendwie nicht, ne? Kann er das noch mit einer Hand machen? Oh, keine Ahnung. Oh!